Während der Planung und Errichtung eines Gebäudes entstehen zahlreiche Dokumente. Sobald das Bauprojekt größer als ein Einfamilienhaus ist, kommen während des Betriebs unzählige dazu. Alle Dokumente werden auf unterschiedlichen Medien zum Zeitpunkt des Handovers an den Betreiber oder Eigentümer übergeben. Deshalb haben wir von Mensch und Maschine das digitale Gebäudehandbuch entwickelt. Ein neues Informationssystem, das alle gebäudebezogenen Dokumente an einem zentralen Ort speichert und für das perfekte Zusammenspiel aller Daten sorgt. Dieses individuelle Nachschlagewerk ist ein datenbankgestütztes Informationssystem, das Gebäudedaten aus sämtlichen Quellen sammelt, speichert, mit Schlagworten versieht und ganz schnell und einfach wiederfindet. Dafür werden die übergebenen Papierdaten fotografiert oder gescannt und ins System eingelesen. Sind die Daten bereits digital vorhanden, erfolgt die Zuordnung per Drag and Drop. Noch einfacher ist es, wenn die Daten in Projektsystemen, wie zum Beispiel Autodesk BIM 360, vorliegen, da diese bereits strukturiert sind und automatisiert über Schnittstellen eingelesen werden können. Natürlich müssen abgelegte Daten auch editiert werden können. Man denke an Miet- und Wartungsverträge. Das digitale Gebäudehandbuch ermöglicht auch das, gesteuert über Nutzerrechte. Die Benutzer des digitalen Gebäudehandbuchs können den Begriff Suchen aus ihrem Wortschatz streichen. Sie finden jedes Dokument sofort, ob auf dem Desktop, Tablet oder Smartphone. Und wer im Handumdrehen alle Informationen findet, die er braucht, arbeitet effizienter und schneller.